Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 20. September 2022. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute steht die Venus so ein bisschen im Fokus. Die Venus ist ja zum einen als Planet der Waage zuständig für Beziehungen, der Liebesplanet und Kontakte und zum anderen als Planet des Stiers zuständig für Werte, materielle Werte, aber auch immaterielle Werte, wie zum Beispiel den Selbstwert, der ja ganz, ganz wichtig ist. Und Venus aktiviert heute über das Trigon zum Uranus, was zur Veröffentlichung dieses Videos schon Vergangenheit ist, und zum Quinkungs zum Saturn aktiviert Venus heute aus der Jungfrau das Quadrat von Uranus und Saturn. Nun muss man wissen, dass die Venus in der Jungfrau, im Erzzeichen Jungfrau, dass die Venus dort eher vorsichtig ist, dass es hier sehr viel um Sicherheit geht, um Konstanz geht, ums Überleben geht, um die Bewältigung des Alltags geht. Von daher wird sie auch diese kritische Seite von Uranus-Saturn nochmal beleuchten. Das Quadrat von Uranus und Saturn ist ja auch schon im letzten Jahr 2021 die ganze Zeit im Fokus gewesen und steht astrologisch auch in gewisser Weise mit für die ganzen Krisen, die wir so in der letzten Zeit erlebt haben. Die großen Planeten Uranus und Saturn stehen im Quadrat. Im Zyklus zweier Planeten ist das Quadrat ja immer ein herausfordernder Aspekt, der im Grunde sagt, irgendwie, ihr könnt nicht beide zu eurem Recht kommen. Ihr müsst Kompromisse machen und wenn das nicht funktioniert, kämpfen eben diese beiden Prinzipien gegeneinander. Und ja, unser Saturn steht ja eher dafür, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Es hat sich bewährt, wir wollen dabei bleiben. Und Uranus steht eher dafür, zeigt aber auch Saturn, wo etwas nicht mehr funktioniert. Wenn etwas wirklich nicht mehr funktioniert, dann ist es bei Saturn auch wirklich offensichtlich. Während Uranus eher die schnelle Befreiung sucht, den Sprung raus, warum sich lange mit dem Alten beschäftigen, lieber das Neue annehmen. So, und die beiden, alt gegen neu, Innovation gegen konservative Einstellung, kämpfen hier miteinander. Und interessant ist, dass Uranus eigentlich im eher konservativen Zeichen Stier und Saturn eher im progressiven Zeichen Wassermann steht, was der ganzen Geschichte eine noch stärkere Ambivalenz gibt. Außerdem ist hier seit etlichen Wochen Uranus in Verbindung mit Mondknoten, was dem Ganzen noch was Karmisches gibt. Und beide Planeten sind hier auf also auf weniger als ein Grad inzwischen zusammengekommen. Sie werden hier im Ende September, haben wir Anfang Oktober, nochmal ihre dichteste Annäherung an das Quadrat bekommen. Und dann läuft es auseinander. Und heute wird durch Venus das nochmal deutlich gemacht. Und das bedeutet eben auch, dass diese Energien uns nochmal ganz deutlich vor Augen geführt werden. Auch die damit verbundenen Befürchtungen und Ängste werden vielleicht nochmal deutlich werden. Aber diese Konstellation wird dann, wenn sie ihre dichteste Annäherung bekommen hat, dann auseinanderlaufen, sodass ich mir vorstellen kann, vielleicht wird es sogar schon im Oktober deutlich, aber zum Ende des Jahres hin werden die damit verbundenen Spannungen nachlassen und mal sehen, ob sich das dann auch in der Außenwelt genauso zeigt wie die entstehenden Spannungen. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien ist heute im Zeichen Krebs, im zweiten Tag, ist sehr emotional. Das heißt, alles, was passiert, wird von uns auch besonders stark emotional wahrgenommen. Dieser Mond läuft heute auf seinem Weg in den Löwen, auch in die Opposition zum Pluto. Das ist um kurz vor 15 Uhr der Fall. Auch hier eben starke Emotionalität, mögliche Schatten- und Angstthemen können dann mal für 1, 2 Stunden sehr stark ins Bewusstsein kommen. Der Mond wird dann heute Abend um 22:38 Uhr in den Löwen wechseln, er läuft ja auf die Sonne zu. Die Sonne heute im 28. Grad der Jungfrau, die letzten beiden 2 bis 3 Tage in der Jungfrau, jetzt noch für die Sonne im Spätsommer. Am Freitagmorgen wird sie gegen 3 Uhr in die Waage wechseln, dann ist Tag und Nacht gleiche, Herbstanfang, die Ta Nächte werden länger als die Tage, die Nachtkraft überwindet die Tagkraft, es wird dunkler, die Energie geht mehr nach innen, es geht mehr in die Begegnung und der rückläufige Merkur bewegt sich aus der Waage zurück in die Jungfrau.
Merkur, habe ich ja gestern beim Tageshoroskop relativ ausführlich erläutert, dass dieser eben noch rückläufig ist. Und beide treffen sich dann am Freitagmorgen hier im Kardinalgrad, also Anfang Waage. Und dann geht Merkur in die Jungfrau zurück und die Sonne in die Waage. Auch sehr interessant. Und am Sonntag ist dann Neumond im Zeichen Waage, treffen sich Sonne und Mond in der Waage, sodass hier zum Wochenende hin die Energien nochmal kulminieren, sich nochmal zusammenklumpen sozusagen, viele Dinge nochmal deutlich machen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass mit dem Neumond am Sonntagabend und der nächsten Woche neue Energien sind und das Alte sich so ein bisschen auflöst. Da schauen wir dann drauf. Ja, das war das Tageshoroskop heute zum Dienstag. Morgen gibt es wieder eins. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin alles Liebe und tschüss.